Willkommen zu meinem ersten Let's Play auf meinem Handy. Für das erste Let's Play habe ich mich für das gute Spiel, was ich auch persönlich richtig feiere, für das Pixel Game Punch Quest entschieden. Ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal die erste Runde und ich kann euch während dem Run erklären, wo es in meinem Spiel eigentlich geht. Und zwar, wie man da unten gerade schon sieht, Right Thumb und also auf der rechten Seite kann man einfach schlagen. Ich habe mir jetzt kurz ein Power-Up gekauft, wenn ich mit meinem Linksklick hochspringe und dann mit rechts schlage, dann fliege ich so ein bisschen. Ja. Da kann ich ja, und da unten ist jetzt schon direkt ein Ei, habt ihr ja gerade gesehen, da gibt es eine Wegabgabelung, da kann man dann zwei Wege auswählen. Ich habe jetzt den unteren genommen, wo man ein Ei bekommt und da seht ihr direkt, was ein Ei bringt. Und zwar, und das ist nämlich irgendein Power-Up, ich will jetzt eine Regenbogenziege. Ich mag das Regenbogenziege zu sein. Regenbogenziege wäre super toll. Oh nein, Regenbogenziege ist tot. Jetzt bin ich nämlich mit der Regenbogenziege halt gestorben und jetzt habe ich eine Feuerwehr wieder gelegt. Und direkt eine super Attacke, nämlich Skullcracker. Die macht halt meine Kreuz mit dem Schlage sehr viel stärker. So, jetzt steigt es schon wieder weg und meine Superfähigkeit ist wieder weg. Jetzt habe ich wieder normale Hände. So, jetzt bin ich dann abgeworfen, weil ich gerade so komisch mit Regenbogenfarbe aufgestrahlt bin. So, wir haben schon da oben links sieht man die Leben. Ich habe bisher gerade nur 2,5 Leben leider, ich habe mich halt irgendwelche verloren. Ich gehe jetzt mal hier oben bei der Wegabgabe und zum Fragezeichen. Da kann ich jetzt auch nicht sagen, was da kommt, aber ich denke, dass man höchstwahrscheinlich, dass ein Boss oder sowas kommt. Ich weiß es aber nicht. Ja, da kann alles Mögliche kommen, da können auch Schatzpunkt alles kommen. Ach nein! Ey, es ist so oft immer, ich krieg's nie hin, dieses Power-Up aufzusammeln. Dieses junge Gangzeichen da. Das ist das beste Power-Up oder so. So, perfekt. So, wie geht's weiter? Da oben in der Mitte sieht man meinen Score, also wo jetzt die 31.500 und so weiter steht. Und direkt daneben diese goldene Münze mit dieser Faust da drin. Das sind, ist halt Geld im Spiel und daneben kann man dann direkt stochen. Und dann kann man da nämlich da die Quests sehen. Davon habe ich gerade schon 2 Mal geschafft. Jetzt muss ich unten Power Slam 5 Bows. Und ich habe sie wieder an einem. Nice. Oh nice, ich bin so wieder. Das ist nicht geil. Oh nein, die Saurier ist tot. Ja, das ist selber wie gerade eben mit der Ziege. Ich bin dann wieder im Feuerball. Ich bin wieder geboren. Und ich habe jetzt schon einen Score von 54.000. Das ist ziemlich gut, meine Meinung nach. So. Schließ. Oh nein. Soll ich ein Herz vorgehen, weil ich gerade über diese Spitzen drüber gelaufen bin? So, wie der Skullcracker aktiv ist, wie man da unten gerade schon gesehen hat. Und man sieht da oben. Und zu meinem Lebensstand ist ja dieser Balken, der so rot blinkt. Da sieht man daran, wann Skullcracker wieder weggeht. So, jetzt ist er weg. Und wenn der gelbe Balken und der roten Balken dann wieder voll macht, dann habe ich halt wieder meine Superattacke Skullcracker aktiv. Und die kann man sich auch kaufen, also man könnte auch andere Superattacken kaufen. So, und das ist jetzt zum Beispiel schon mein Boss in dem Spiel. Und das ist der meiner Meinung nach einfachste. Man muss ihn einfach nur, wenn er so blaue Augen hat, unten im Unterkiefer mit diesem Art Kinnhaken halt treffen. Oh, ich hab nur ein Leben. Finde ich nicht gut. Oh oh. Rüstung bremsen. Ach, geht doch. Perfekt. Nicer, nicer. Oh, da war gerade so eine Hier sind so Statuen und die sind von den Spielemachern. Also von den Spielemachern sind die für die, sag ich mal, ins Spiel reingemacht worden. Die sollen praktisch die als Götter oder sowas, glaube ich, darstellen, aber ich bin mir nicht sicher. Oh mein Gott. Das kann so heftig brennen. Ach nö. Wo ich gerade sagen wollte, brenzlig. Hätte ich von der Flamme getötet. Das ist auf jeden Fall ein bestimmter Zufall. So,
ich würde sagen, wir machen jetzt direkt noch einen. Hier unten auf Retry. Ups. Ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut, aber ich denke einfach mal nicht, weil ich habe mein Handy, ich spiele es jetzt gerade auf dem Handy und nicht auf dem Computer, wie eigentlich sonst jedes Spiel. Ja, habe ich das jetzt halt gerade auf einen Lautstärkebalken runter gemacht. Ja, und deswegen denke ich einfach, dass es nicht zu laut für euch. Wenn ihr, ach ja, übrigens, wenn ihr wollt, dass ich mehr Spiele auf meinem Handy hochlade, dann könnt ihr mir einfach mal das in die Kommentare reinschreiben. Nämlich einfach liken oder direkt einfach beides. Unter einem Like verstehe ich auch, dass ich das mehr machen soll. Ach, das hatte ich eben schon mal, wo ich offscreen gespielt habe. Und zwar muss ich nämlich die Spoke reinschlagen. Gott, das ist der alte Goblin tot. Must be a Mini-Boss. Nice. Das heißt so viel wie, ich glaube, muss ein Mini-Boss sein oder sowas. Oh, ich bin mir nicht sicher. Ach ja, Leute, wenn irgendjemand von euch dieses Spiel auch spielen sollte, weil ich natürlich auch nicht geil finde, kann mir denn mal jemand von euch verraten, wie man diesen Boss, der diesen Arm da hat, den er so ganz nett ausschießt, vielleicht sehe ich den ja gleich mal, dann kann ich euch ja Bescheid sagen. Also dieser eine Boss da, der mit diesem Arm da rumschießt, den habe ich noch nie besiegt bekommen. Ich habe immer an dem, was ich habe. Könnte mal jemand für euch in die Kommentare schreiben, wenn einer von euch das spielt, wie ich den besiegt bekomme. Ja, genau den hier. Keine Ahnung, wie ich den besiegt bekommen soll. Weil am Gehirn kann ich ihn irgendwie auch nicht treffen, glaube ich. Mann, wir müssen hochleben. Geh weg. Hui. Schieß. Ja, Mist, hat er mich schon wieder besiegt. Ja, ich habe wirklich gar keine Ahnung, wie ich dieses Ding besiegen soll. Ich würde sagen, ich beende jetzt auch mal an dieser Stelle hier die Aufnahme. Und sage euch dann, ja, ciao.